So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Together World of Warcraft. Heute sind wir nicht nur zu zweit, nein, zu dritt, denn wir haben heute einen kleinen Gast dabei. Sag hallo, Exe. So klein bin ich gar nicht. Hallo. Ja, der Exe, der hat sich gedacht, der will heute mal bei uns mitmachen und weil der so weit von uns weg ist, können wir da nicht alle zusammengehen und weil wir sonst Probleme mit dem Sound bekommen würden, gibt es heute auch leider keine Webcam, weil wir heute nicht alle zusammen sind. Und auch kein Splitscreen. Ich habe mich extra eingeölt. Ja, wir sind hier, wie ihr sehen könnt, im Winterquell. Wir haben einen kleinen Ausflug gemacht. Chrissy hat mal wieder am längsten gebraucht, aber egal, wir questen jetzt einfach mal drauf los und gehen nebenbei mal wieder ein paar Innis, weil wir haben einen Schwarzfels zu clearen. Allerdings will ich da erst mit Level 51, 52 was rein, damit wir den Endboss überhaupt mal einigermaßen treffen. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass es mit der neuen Crush-Mechanik ganz schön böse enden könnte, wenn wir da unterlevelt reingehen. Was denn Treffen? Es gibt doch keine Trefferwertung mehr. Doch bei 4 Level höheren Mobs hast du trotzdem noch Probleme mit dem Treffen. Ach, die haben die 3% immer, ne? Ja, je höher der Mob ist, desto weniger ist deine Trefferchance. So, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Wir Das wäre auch zu einfach gewesen. Fairbolgs töten, nehme ich mal an, die hier Yep. alle tot So, rumliegen. genau hier haben wir nun das Problem, auf das ich gerade freundlich hingewiesen habe. Ja, überfarmt. Sehr schön. Und da die Dauer bis zum Respawn der Loot, den wir brauchen, Ha! Ich hab relativ einen! selten sind. Aber er hat einen, super. Aber es dauert trotzdem ewig, bis die wiederkommen. Und es ist auch relativ selten, dass sie immer das haben, was wir brauchen. Das heißt, wir können uns auf ein bisschen Zeit einstellen, wenn wir nicht was anderes tun. Ich hab einen. Ich hab zwei. Ja, brauche ich jetzt ja gar nicht heilen, kann ich auf meiner coolen Wolke Ja, warten. ich glaube in dem Fall, wir machen einfach mal eine Inni. Zwischendurch, bis dann das ganze Gesocks hier weg ist. Ja, dreckiges Gesindel. Es ist immer wieder schön, dich dabei zu haben, Exe. Und weil Exe ja so freundlich ist und für uns heilt, haben wir jetzt auch definitive Instant Invites, weil wir ja nur noch für zwei DDs warten müssen. Aus Stratton. Ja, da waren wir zwar vor zwei Aufnahmen schon mal drin, aber können wir ja gerne nochmal machen. Da kommt Nostalgie auf. Und hier war ich noch nicht, das ist gut. Mal schauen. Ja, wir waren hier schon einmal. Deswegen haben wir die Quests alle schon gemacht. Oh, ich brauche sie nicht unbedingt da. Ja. Und so kleine Information für die Zuschauer, der Pre-Patch 6.02 ist mittlerweile draußen. Das heißt, es hat sich hier ein bisschen was geändert. Moment mal, wenn ich das so überlege, die Mobs sind ein paar Level unter mir, so genau 6 Level. Die müsste ich eigentlich voll crushen. Ich habe Oder auch gibt's... gerade nicht viel zu tun. Ja, die Mobs machen auch kaum Schaden an mir. Neue Mechanik und so. Faszinierend. Genau wie in einem Raumschiff. Erinnert mich an den letzten Run Schlacht um Orgrimmar Mystic. Sind wir uns auch Das hat so vorgekommen, viel als wären wir Spaß im gemacht. LFR versehentlich? Das hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Das war so eine Genugtuung. Ja, das Beste war ja immer noch, also meiner Meinung nach, dass Nazgrim in unter 3 Minuten umgekippt ist. Ja, wir mussten uns arg zurückhalten. Und das Schar hat auch keine Probleme gemacht. Also hat es vorher auch nicht, aber es war deutlich unkomplizierter. Ja, definitiv. Hatten wir überhaupt einen Vibe? Also einen Vibe, der nicht von dem Fehlpull ausgegangen ist? Nein, wir sind da sehr gut durchgegangen. Weil ich glaube, beim ersten Boss hatten wir einmal einen Fehlpull von irgendjemandem. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Den Koloss hatten wir nach der ersten Bodenphase auch schon down. Jupp. Da hab ich noch spekuliert, ob man vielleicht tot kriegen, bevor er überhaupt in die Phase geht, aber das haben wir leider nicht geschafft. Dafür hat er noch ein bisschen zu viel Leben gehabt. Oh, und jetzt schreibt mich Edok an. Na super.
Bestell einen schönen Gruß. Mache ich gleich, wenn ich mal wieder Zeit habe. Ich hätte mir wirklich ein Add-on installieren sollen, das ist so unübersichtlich. Der Schurke ist schuld. Ich bin gesilenced, das mag ich nicht. So. Aber an sich, ich bin von dem Pre-Patch eigentlich sehr positiv überrascht bis jetzt. Ja, du schon. Ja gut, bei mir haben sie zwar die Klasse auch ziemlich komplett umgekrempelt, aber eher im positiven Sinne. Spielt sich jetzt wesentlich besser als vorher. Ich war so gut im Frost, ich hatte Spaß und jetzt nichts. Jetzt spiele ich Feuer und weiß noch nicht mal, was ich sockeln soll, weil jeder Guide was anderes sagt. Keiner hat eine genaue Info, keiner weiß was. Im Zweifelsfall auf Crit gehen. Ja, ich habe Crit und Tempo gesockelt. Ja, Tempo ist nicht schlecht, weil die Castzeiten relativ lang sind, aber ansonsten... Mastery sollte eigentlich der zweitwichtigste Wert sein für... aber... Ich bräuchte langsam mal ein bisschen Heilung und so. Ach so, ja. Vielleicht hat einer von den Zuschauern ja einen tollen Tipp, wie man am besten jetzt den Firemage spielt, was man am besten sockelt, wenn man nicht unbedingt das allerbeste Firemage Gear hat. Ah, was gibt's denn da? Ein Zauberstab, wow. Toller Zauberstab. Super, Expecto Patronum. Expelliarmus. Wobei, Expelliarmus darf man gar nicht mehr machen, weil alle Entwaffnungseffekte entfernt wurden. Scheiße. Und was mir jetzt gerade ein bisschen negativ auffällt, wieso bin ich oben? Ja, wie? Also wann geht denn ein Tankpaller oben? Das weiß ich auch nicht. Also entweder ist das Manarek-Talent erst in den späteren Leveln verfügbar oder so. Oder, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ja. mit meinem Tankparler, der Level 90 ist, habe ich überhaupt keine Probleme. Tja, ab sofort wird Wille gesockelt. Ich habe eine Wille-Verzauberung auf meinem Schild drauf, das könnte was helfen. War das nicht eins von den Siegeln, das Mana gegeben hat? Aber also, das war meistens gar nicht gebraucht. Das war mal, aber nicht mehr. Beim Paladin ist die Mana-Regeneration normalerweise hoch genug, als dass man, ja, keine großen Probleme haben sollte. Aber ich glaube, das haben sie ein bisschen umgeändert. Die Mana-Regeneration ist einfach nur relativ schnell, aber früher hattest du einfach diese Sache, dass du alle 3 Sekunden 15% von deinem Mana gereckt hast und damit bist du super ausgekommen. Oh Mann, irgendwie ist das gerade übelst TRW. Was? Bis ich irgendwas durchgekastet habe, ist der Trash tot. Das erinnert mich an ein Problem, das Alter auch immer hat, wenn er mit seinem Hexer spielt. Der meint auch immer, ja, die Mobs sind tot, bevor ich zu irgendwas komme. Ja, man sieht's an meinem mickrigen Schaden. Alter, ah, okay, der Trick ist dabei, Schattenbrand richtig zu setzen. Mana niedrig, wieso? Meins nicht, also mach dir keine Sorgen. Passiert überhaupt nichts, ich kann drücken, was ich will und alles hilft. Als würde ich mit Pflastern um mich werfen. Ja, es gilt gleich erste Hilfe und Rennen mit Verbänden durch die Gruppe, ne? Naja, aber das relativ praktisch, dass der Kranich tritt keinen Cooldown hat. Okay, ich sollte es vermeiden, Mobs zu kicken, weil das kostet viel zu viel Mana. Aha, da haben wir den Übeltäter doch. Ja, weil kicken kostet 208 Mana, das ist relativ viel für das, was ich habe. Machst es lieber so, wenn du mal kicken willst, dann suchst du dir schon einen. Ich meine, ich hasse Stille. Jetzt, wo es mir so auffällt, das Kicken kostet jetzt schon fast so viel wie das Ressen von meinem Charmy auf Level 90. Intgürtel, das ist doch was für dich. Oder warum ist da eine Benji da hinten? Das ist absolut richtig. Schildern kann ich nicht tragen, oder?
Doch, wenn du eine Einhandwaffe hast, schon. Ja. Schildhand ist so eine Sache, die eigentlich jeder tragen kann, egal was man spielt. Ja, tatsächlich. Ich hatte meine Schildhand, aber wo ist sie denn? Es gab doch eine Schildhand für als Account, oder? Nö, da gab's keine. Es gab das Heilerschild, oder? Ein Schild gab's, aber kein Schildhand. Nein, ein Schild, den kann ich nicht tragen. Ja, Schilde sind immer nur für Krieger, Paler und Charmy. Super, dann bin ich jetzt noch mächtiger als schon ohnehin. Ja, wunderbar. Ich hab mal ein bisschen nackt gefühlt mit dem einen kleinen Streitkolben. Ich dachte, man könnte zwei davon tragen, so habe ich zwei gekauft. Dual Wielding gibt's nur für Melees und für Tanks. Ja, das ist mir dann auch aufgefallen. Ja. So schnell waren dann 4000 Gerechtigkeitspunkte oder so im Arsch. So geht's. Ja. Achso, ich sollte am Anfang hier Kisten aufzumachen, wenn ich die Quest mitnehmen will. Ja, beim Endboss stehen genug rum. Ich brauche noch ein bisschen Weihwasser. Ja. Ich hab Agro! Wieso habe ich jetzt schon wieder auf diesen Satz gewartet? Die ganze Zeit. So. Ich sehe gerade, ich habe ein nahezu vollwertiges DD-Set dabei. Da müsst ihr jetzt alleine durch. Komm keine Heilung an. Wir sind schon durch. Ja. Wow. Muss trotzdem hier mit reinkommen, sobald das wieder aufgeht. Ja, jetzt. Tankpaler hat meiner Meinung nach ein richtig cooles neues Talent, das habe ich mit dem nur leider noch nicht, weil ich noch nicht auf Level 75 bin. Es ist nämlich, dass Heiliger Zorn doppelten Schaden macht und einen Holy Power erzeugt. Wo ist der andere DD hin? Ich kann ihn nicht heilen. Der muss Die meinten irgendwas von wegen, da hinten ist ein Bonusziel, weil allerdings müssen wir hier sowieso erstmal das Ding hier aufmachen, damit wir überhaupt bis zum Endboss kommen. Tja, dann mache ich mir keine Vorwürfe, wenn er verreckt, umso besser. Ja, musst du auch nicht. Nicht, dass ich mir hier Vorwürfe machen würde, aber... Du solltest mich trotzdem heilen. Warum kassierst du plötzlich so viel? Es ist ein Boss. Die machen ein bisschen mehr Schaden als die Trashies, weil die nicht so hart unterlevelt sind. Ah, ich halte dich einfach durch die Wand, das scheint zu funktionieren. So. Das Schlachthaus. Jetzt gehen wir metzgern. Für mich 200 Gramm Salami, bitte. Ja, aber und ich hätte gern noch einen Schinken. Meine Fresse! Entschuldigung, dass ich das so sage, aber jetzt weiß ich auch, wieso ich so wenig Schaden mache. Mein Wichtel fehlt. Ich hab's mir fast gedacht jetzt. Weil wenn sowas kommt, dann ist es immer meistens so die Sachen, dass irgendwelche Leute merken, dass sie irgendwie vergessen haben, ein Pet rauszuholen oder so. Das ist echt schlimm. Ich Hunter spiele, dann vergesse ich das mit dem Pet selten, aber ich merke auch nicht, wenn es tot ist. Also Nür merkt's immer spätestens dann, wenn fast nicht funktioniert. Nur ist auf State of the Art. Ich gar nicht. An das Level will ich gar nicht ran. Ja, Nür, der spielt seinen Hunter aber auch. Nür spielt mehrere Hunter, glaube ich. Ja, der hat, glaube ich, drei. Ich habe aber auch drei Verstärker-Charmis, muss ich mal dazu sagen. Warum? Weil ich Spaß dran habe. Außerdem habe ich alle anderen Klassen schon getwinkt und warum nicht mal seine Main-Klasse als Twink spielen? Das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Das würde ich nie tun. Seht ihr da?
Ach, den Schlüssel braucht man eh nicht. Bei wie viel Prozent ist deine Leiste jetzt, Werter Tank? 96. Okay, dann bist du mir dicht auf den Fersen. Und ja, Dungeon freigeschaltet, Schwarzfelstiefen. Oberes Viertel dann wahrscheinlich, ne? Ich glaube schon, ich kann gerade nicht nachkommen. Weil Gefängnisblock geht schon irgendwo in Ende 40er Bereich. Wieso ist mein Wichtel tot? Das ist eine gute Frage. Aber bitte die nächste. Oh, Dobby ist schon wieder gestorben. Ich kann mich da ja selber läutern, oder? Ja, bringt aber nichts, weil mich die Instant wieder vergiften. Oh, Level Up. Level 51. Tanken hat mich hier immer genervt. Also generell irgendwie tanken, wo man einmal eine ganze Runde drehen muss, weil alles andere nicht funktioniert. Es gibt so viele schöne Momente, wo man irgendeinen Mob anhaut und sofort kommt alles im Umkreis auf dich zugerannt. Du kannst eine Weihe setzen und bist zufrieden, aber so. So, da kommt Rammstein. Oh Gott, sie haben meine Ex-Freundin freigelassen. Nein, so schlimm ist es zum Glück nicht gewesen. Du sagtest freigelassen, wurde sie denn eingesperrt? Und wenn ja, weswegen? Ich müsste mal im Keller nachgucken, ob die. Nein. Oh. Da kommt ja noch was. Ja. Die hier kann man schön mit einer Weihe abfangen. Ja, das ist praktisch. Wenn man bedenkt, dass es eine Zeit gab, wo die Weihe ziemlich in den Hintergrund gerückt ist und dann noch sehr viel Mana gebraucht hat. Ich glaube, kurz nach Cutter, da war die Weihe gar nicht mehr zu gebrauchen. Da war es ein Lückenfüller, wenn man sonst nichts drücken konnte. Schade eigentlich. Und seit Pandaria konnte es sowieso nur noch der Tank. Als ich noch Lichtchen getankt habe, da eine aktive Zeit mit dem Palatank, da war die Weihe was Schönes. ICC ist eine Menge Zeug, wo die Weihe richtig nützlich ist. Viel Trash. So, sind alle hier drin? Dann lass mal knacken. Wenn jetzt das Mount droppt, bin ich begeistert. Ja, das wäre das erste Mal, dass ich das sehen würde. Ja, ich auch. Ich habe schon mal gesehen, aber noch nie im Drop. Aber ich habe es zu horrenden Preisen gesehen. Ja, war es im Schwarzmarkt drin, oder was? Ja. Ein Dolch und ein Plattenhelm. Vielleicht, ich habe mir fest vorgenommen, jetzt während der Schlotternächte zumindest das andere Mount zu besorgen oder zumindest versuchen, so oft wie es geht. Ich glaube auch nur einmal am Tag, ne? So, ich hatte da doch irgendwo noch einen Helm. Ja, ich glaube, den nehme ich mal mit für den Fall, dass ich irgendwann mal wieder ohne Account Zeug spiele. Weil das habe ich. Ich habe die Quest für den Typen gerade gar nicht angenommen, aber das macht ja nichts. Ich bin ja auch nur ein Sidekick heute. Aber eins, das Weihwasser noch gefunden hat. Hahaha. Ich habe offenbar nur zwei Quests angenommen. Kann ich mir jetzt abgeben, da hinten. Er steht gleich neben der Kiste mit dem Weihwasser. Anstatt einfach mal selbst nachzugucken, nö, das geht ja nicht. Ja. Viel zu umständlich. Lass mal lieber die Helden der Welt irgendwelche Kisten aufmachen. Also, ich muss gerade feststellen, dass dies die allererste Instanz ist, die ich seit dem neuen Patch mache und ich das mit dem Bonusziel gerade erst gesehen habe, weil es ist ja fabelhaft. Ja, hat unser fabelhafter DD gemacht. Hat er fein gemacht. So, also raus aus der Instanz. Nächste Instanz, vielleicht haben wir Glück. Mal schauen, ob... Nein, haben wir nicht. Obwohl, ein paar sind da, aber die meisten sind tot. Ich glaube, irgendwer ist noch fleißig. Ja, ein Frostmage. Dieser Narr. Ich werde angegriffen, hilft mir, ich bin nur Heiler. Dann geh in Tigerhaltung und
Nein, ich habe gar nicht Haltung, nicht gehalten. Haben wir Schatz in der Gruppe an? Oh, bei mir hat es jetzt gerade ein bisschen geleckt. So. Ja, Plünder als Gruppe ist an, aber das kann ich mal umstellen, wenn du willst.